Herzlich willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in My Time at Portia. Ich bin jetzt ohne euch, bin ich einfach nur aufgestanden und schon in die Stadt gelaufen. Wir haben ja hier noch die Quest mit den ganzen Leuten zu reden. Wollten dann auch bei AG Bau gucken wegen dem Preis zum Upgraden. Und Werkzeuge pur wollten wir schauen, was es kostet, eine bessere Axt herzustellen. Da brauchen wir ja dieses Verbesserungsset. So. Mit dem da sollen wir reden. So. Direkt 3 Marmor bekommen. So, mit dem können wir uns nur unterhalten. Wie kaufen wir hier denn was? Katalog AG Bau. Ah. Wir können ja schöne Sachen später bauen. Also Arbeitstisch. Wie kriegen wir denn jetzt raus, was das kostet? Ah. Ach nö, die alten Teile habe ich ja natürlich, haben wir die letztens verkauft, weil wir keinen Platz hatten. Eisenaxt können wir dann herstellen. Und Eisenspitzhacke. Das ist erstmal das Wichtigste am Anfang. Auch noch ein paar andere Gegenstände können wir dann herstellen. Also wenn wir in die Mine gehen, müssen wir unbedingt alte Teile die aufheben. Holzbretter können wir ja einfach herstellen. Und 2000 Gold brauchen wir. Was kostet beispielsweise das Haus? Boah, 10.000. Hochzeit freischalten, cool. Also wir können mit der Bauerstochter später heiraten. Maximale Gesundheit plus 200, Ausdauer plus 100, Angriff plus 60 und Verteidigung plus 60. Oh, das lohnt sich ja natürlich sehr. Aber Hartholzdiele, die können wir noch gar nicht herstellen. Ist aber schon mal cool zu wissen. Dann wissen wir jetzt, dass das hier funktioniert und was das alles kostet. Das meiste ist natürlich Geld. Wie verlassen wir den jetzt denn wieder? Ah, okay, so. Können wir mit dem Schwein interagieren? Warum kann man sich mit dem Schwein unterhalten? Naja. Dann müssen wir natürlich bestimmt... Wir können ja den Leuten Geschenke geben. Der Bauerstochter erst jedes dieser Geschenke überreichen, das sie gern haben möchte. Höchstwahrscheinlich den Eltern auch. Und dann können wir sie bestimmt heiraten, wenn wir das freigeschaltet haben. So, mit wem sollen wir denn hier reden? Ah, mit dem da. Nee, was? Essen wollte ich jetzt... Ja, ich will abbrechen, will nichts bestellen. Oh, nein! Den da wollen wir ansprechen. So. Oh, es ist schon scheiße. Jetzt haben wir einen Saft bekommen. Ah, direkt Platz wieder weg. Was macht denn der? Verteidigung plus 10 hält 180 Sekunden. So ein Mist. Brauchen wir jetzt natürlich noch gar nicht. Gut. Dann haben wir den auch abgehakt. Ah, und ich habe unseren Schmelzofen. Habe ich das Kupfer rausgenommen, das war fertig. Und lasse jetzt Bronzebarren herstellen. Damit wir die Brücke fertigen können. Und eine Axt. Immer noch? You're that new person. Also mit den beiden können wir uns... Aha, den kennen wir schon.
Tafelrunde. Ah, okay. Hier können wir Getränke kaufen. Und einen Teller. Brauchen wir jetzt ja mal gar nicht. Aber warum leuchtet es hier noch, als wären wir hier nicht gewesen? Wir waren noch hier eben. Ach, guck mal. Die Bauerstochter. Wer hätte das geahnt? Hey, Neighbor, do you have a minute? Sure, what's up? I just got a new craft recipe all the way from Fertigungsanleitung. Ja, nehmen wir erstmal an, wa? Oh Mist. Unser Inventar ist voll. Der Gegenstand bleibt hier liegen. Ja, aber ehrlich, hier diesen Köder. Wir angeln gerade noch nicht. Dann kann der mal weg. Boah, echt, Alter, wie viel hat die uns gegeben? Direkt wieder voll. Ah, was können wir denn verkraften, wenn wir das jetzt erstmal weggeben? Ja, Verteidigung, wir sind Level 1. Mine unterwegs. Würde nur 8 Gold geben. Dann kommt das mal weg. Ja, aber das hier ist ärgerlich, das gibt 19 Gold. Gucken, reicht jetzt? Reicht. So, also haben wir einen neuen Auftrag bekommen schon mal in der Stadt. So. Mit wem müssen wir jetzt reden? Wer ist denn hier in der Nähe? Da sind 3. Das ist gut, weil hier müssen wir ja auch gucken, was uns das Verbesserungsset kostet. Auf falsche Richtung gelaufen. So, immer auf die Minikarte gucken. Also, hier, wir müssen jetzt mit Pauli reden. Ja, natürlich geht das nicht. Ah, so. And since I'm so manly. Oh nee. Ah, wir müssen irgendwas loswerden. Das doch jetzt. Es bleibt ja da liegen, also von daher. So, was können wir denn hier verkaufen? Also die hellen Sachen, denke ich jetzt mal, und die ausgegrauten nicht. Oh, was ist das denn? Kräuter. Stellt Ausdauer wieder her. Oder warte mal, SGP. Ja, brauchen wir jetzt nicht wirklich gerade. Also das können wir... Ah, okay. Ja. So. Reicht das denn? Ja, reicht. Hartholz haben wir bekommen. Welcome to our little town. Now you look like a nice... Och nee. Die Quest ist... Naja, wir haben zu wenig Platz. Aber hier gibt es dieses Verbesserungsset. Es kostet 219 Gold. So, und wie viel brauchen wir für eine Axt? Handbuch. Ah, ne, da. Gegenstand. Eisenaxt Level 2. Bronzeaxt Level 2. Level 1. Ja, sag mir doch, aus was die besteht. Aber da müssen wir jetzt ernsthaft wieder zurücklaufen. Wie lange bleibt das hier liegen, ist jetzt die Frage.
was ist denn das eigentlich für ein Buch? Lerne mit Holzbrett, Erde, Tiercode, das hier zu fertigen. Kleiner Pflanzkasten. Rechtsklick zum Verwenden. Kleiner Pflanzkasten gelernt. Ah, okay. Jetzt hätten wir wieder einen Platz frei. Und direkt wieder was eingelagert. Nein. Wir bekommen aber auch jetzt ganz schön viele Sachen. Faserstoff, das brauchen wir bestimmt auch für irgendwas. Gummifrucht. Können wir Werkzeuge pur, wohl eher nicht, wa? Furnier. Ja, jetzt müssen wir bestimmt immer alles beim richtigen Händler verkaufen. Guck mal, die verkauft Brot. Und wir können Holz bei ihr verkaufen. Ja, ergibt natürlich voll Sinn. Aber hier war doch irgendwo noch ein Blumenladen. Können wir da was verkaufen? Wo werden wir denn jetzt die Gummifrucht los? Was zum Henker war das? Das hier angehört für eine Schulglocke. So, können wir das denn von hier nach da tragen? Nee, ne? Ja, wir hoffen jetzt mal, dass das einfach da liegen bleibt. Wir werden jetzt ein paar Sachen fertigen. Bei unserem Haus. Guck mal, hier liegen Steine, die können wir einsammeln. Gibt direkt wieder Erfahrungspunkte. Hier ist ein Stein. Hier ist Holz. So. Gucken wir mal. Ja, Bronze haben wir jetzt gar nicht. So. Bronze-Axt. Wir stellen Bronze ja her. Also ein Werkzeug brauchen wir dafür. Ein so ein Werkzeug-Verbesserungsset. Hier dann auch. Also müssen, wenn, dann zwei kaufen. Holzkiste. Eine Kiste aus Holz, die bietet Platz für viele Gegenstände. Ah Gott, die können wir nicht herstellen. Arbeitstisch bei A und G Bau verbessern, aber hier steht fertigen. Ah. Inventar ist voll. Jetzt ist die Kiste da drin, oder wie? Kein Platz im Inventar. Erde, Tierkot. Holzbrett. Holzkorb. Kräuter. Übungsschwert. Wo fertigen wir das Kupferrohr? Holz. Hartholz von Holzfällern. Also wir haben ja für unsere Brücke, die wir bauen müssen, Kupferbarren hergestellt. Aber wie? Du musst den Gegenstand in deiner Schnellleiste ausgewählt haben. Okay. Wir haben das Kupferrohr ja nicht. Wir tauschen jetzt mal die... Können wir das jetzt machen? Nee. Aber wie können wir denn das Kupferrohr herstellen? Da ist nichts bei. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Und hier ist nur ein Schleifstein.
Ja, wir haben keinen Platz im Inventar, das weiß ich auch. Können wir den Sachen auf den Boden legen? Oder schmeißen wir die dann wirklich weg? Ja, in Gegenstandsleiste verschieben, aufteilen, auswählen, benutzen. Ja, benutzen geht ja nicht. Ja, aber bist du sicher, dass du wegwerfen willst? Ja. Sag mal, eine Holzkiste. So. Tun die jetzt mal dahin. Wenn wir die jetzt auswählen. Ah, die können wir platzieren. Das ist schon mal gut. Wir lagern mal am besten hier, oder? So. Jetzt haben wir viel mehr Lagerplatz. Das ist doch schön. Also die Sachen, die wir jetzt gerade gar nicht brauchen, wo wir noch welche sammeln müssen, packen wir jetzt erstmal hier rein. Ist das denn Marmor? Teilen das hier mal ein bisschen auf. So, Stein, Sand. Sand sammeln wir ja immer wieder. Den packen wir dann hier einfach dazu. So, Zinn, Kupfer, das behalten wir. Dünger. Das ist für eine Quest. Das auch und das. So. Was ist das? Energiestein. Was macht der? Ausdauer. Der ist einfach nur gut zum Verkaufen. Baumharz. So. Das sieht doch gleich viel besser aus. Weil dann bringt es ja so eine Holzkiste richtig gut. Aber wie fertigen wir jetzt... Können echt nur einen Holztisch, Holzkiste herstellen. Wie lernen wir denn jetzt Kupferrohr? Handbuch. Ja, also wir brauchen ja... Da. Wir müssen ja jetzt hier den Brückenkopf herstellen. So. Wir haben das... Sammle alle nachstehenden Materialien und bearbeite sie in der Schleifmaschine. Ist nicht sein Ernst. Oh, wir brauchen für das Schneidemaschine. Oh Gott, wir brauchen für die Brücke eine Schneidemaschine. Für die Bronzeplatten. Und fürs Kupferrohr eine Schleifmaschine. Boah, das kann ja nicht so. Sein Ernst sein jetzt hier. Alte Teile, Schleifstein 2. Wir müssen in die Ruine. Wir brauchen zwei von den alten Teilen. Das hier können wir herstellen. Kupferbarren haben wir. Das geht schon mal. So, was brauchen wir noch? Einfache Schneidermaschine. Mit dem Steinofen schmelzen. Wir brauchen 40 Steine wieder im Inventar. Kupferringe. Nachstehende Materialien. Bearbeite sie in der Schleifmaschine. Okay, wir brauchen als erstes die Schleifmaschine. Das baut wohl aufeinander auf. Das habe ich jetzt zu spät gesehen. Als erstes brauchen wir den Steinofen, den haben wir, dann die Schleifmaschine und so weiter. Und dann können wir das hier auch erst herstellen. Gut, dann werden wir jetzt wohl in die Ruine müssen. Gucken, haben wir jetzt die Steine? Haben wir noch hier. Zinn auch. Zinn kommt dahin, Kupfer hierhin. So, dann brauchen wir die Barren jetzt ja nicht. Dann können die Barren auch erstmal in die Holzkiste. So. Mal hier ein bisschen Ordnung reinbringen. Die Holzbretter, die können erstmal hier oben hin. So.
Für das Fräulein sollten wir doch auch was herstellen. Was waren das? Glanzkasten. Da brauchen wir Tierkot. Vom Sammeln und als Beute. Und wir brauchen die Schneidemaschine hier auch. Also können wir ja schon mal mitsammeln. Und gut, dass wir die Erde nicht weggeschmissen haben. Die brauchen wir nämlich. So. Dann gehen wir jetzt kurz in die Stadt. Gucken wegen unseren Belohnungen, die auf den Boden gefallen sind, ob die da noch liegen. Und dann können wir, da wir Ausdauer ja noch haben, durchschlafen. Die wieder aufgefüllt ist, die gelbe Leiste. Können wir erstmal in die Ruine gehen und die Ausdauer komplett aufbrauchen. Cool, das bleibt hier echt liegen. Aber warte mal, Steinziegel, Pigmente. Steinziegel brauchten wir ja. So. Werkzeug pur. 219. Vielleicht wäre es sinnvoller, uns erst eine bessere Spitzhacke zu bauen. Gott, wie kaufe ich denn das jetzt? Ah, so. Marktpreis ist natürlich heute für den Arsch. So, jetzt sind wir zwar pleite. Aber wir können jetzt immerhin uns eine bessere Spitzhacke herstellen. Dann sparen wir ein bisschen Ausdauer. Und die hatte, glaube ich, noch einen anderen Effekt. Werden wir gleich mal sehen. So, einmal hier rüber gehüpft. Zwei Bronzebarren sind fertig. Wie viel brauchen wir? Da. Steinofen, das haben wir. Also, halte die Angriffstaste, kontinuierlich angreifen, ja. Fertig der Hacke, leicht zu handhaben und kriegt auch mittelgroße Steine klein. Angriff plus 100. So, zwei Bronzebaum. Oh, guck mal, die sind ja schon fertig. Leider kann man das nicht wieder auffüllen hier. Oh nee. Wir müssen dann auch schon wieder Holz sammeln. Ah, wenn man dasselbe herstellt, kann man es wieder auffüllen auf 10. Okay. So, Holz. Wie viel Holz haben wir? 97. Ja, das reicht noch. So. Dann werden wir uns jetzt einmal die Spitzhacke herstellen. So. Aga braucht 10 Erfahrungspunkte. So, jetzt können wir die hier verkaufen. So, Inventar. Ja, krass, wo ist denn die jetzt hin? Also hier ist jetzt die Bronze-Spitzhacke. Tauscht er die einfach aus, oder wie? Scheint ja so, oder? Weil... Armer Münden. Ja, okay, gut. Das habe ich übersehen. Wir brauchten die normale. Upgraded, also einfach die Spitzhacke. Cool. Ja, dann können wir jetzt erstmal... Ah, warte, das Spiel nölt doch gleich wieder rum. Es ist dunkel, geschlafen. Wieso? Oh, nein. Ja, ist mir... Der Briefkasten mir egal. Aber das hier ist doch so eine Kiste, wie wir da stehen haben. Und bei E passiert nichts. Kann da auch nichts reinpacken, also. Das werden wir wohl noch erfahren. Warum wir die Kiste hier zwar bei uns stehen haben, aber sie keine Rohstoffe hat, aber wir auch keine reinpacken können. So. Und ja, ich habe mich bei Red Hat verschrieben. Hat mal nicht aufgepasst. So, schlafen. Tag 9. Wir müssten noch mit in die Mine rein dürfen, ohne neu zu bezahlen.
haben ja erst bei Tag 2 angefangen in die Mine gehen oder bei Tag 3. Müssen wir mal gucken. Weil wäre jetzt super ärgerlich, wenn wir wieder neu bezahlen müssen. Gut. Er will kein Geld von uns, das heißt, wir durften noch rein. So. Ah. Kupfer, Datendisk. Wir haben ja jetzt die Farbe erkannt, also gelernt. Wissen, welches uns welches Material gibt. So. Immerhin schlägt er dahin, wo die Kamera einzeigt. Das Jetpack. Ich dachte schon. Hatte eben das Jetpack ausgeblendet. So, jede Menge Kupfer und Zinn. Jede Menge Erfahrung. Zwei Datendisk, die können wir auch gut gebrauchen. Brauchen dann nur... Müssen wir gucken, dass wir auch die alten Teile finden. Wir können ja gleich mal nach so einem Punkt suchen gehen. Mit dem Scanner. Oh, da haben wir jetzt auf Stein geklopft. Aber gut gemacht, dass man das hört. So. F den Scanner aktivieren. Da ist einer. Immer in die Richtung da. 9 Meter noch. Oh, Level up. Bei 7,77 Meter. Denkende Dose Teil 2. Okay, was soll das denn sein? Das ist aber nicht Dose, sondern Pose. Eines von 4 Teilen. Verwende die Wiederherstellungsmaschine zum Wiederherstellen. Was denn ganz normal ist die Wiederherstellungsmaschine? Okay. Naja, müssen wir mal suchen. Also können noch 3 Teile davon finden. Dann können wir es wieder zusammensetzen. Entweder können wir es dann bestimmt für gut Geld verkaufen. Oder aber... Wir können es in den Garten stellen oder so. Also nach oben buddeln ist natürlich auch eine Kunst für sich. Wo ist denn der Punkt jetzt hin? Kleine Uhr, okay. So. Wo haben wir denn noch so einen Punkt? Punkt, Punkt, Punkt. Da. Aber warte mal, der hier ist näher. So. Weil wir brauchen jetzt ja unbedingt die... alten Teile. Aber wie scheint, müssen wir wohl mehrere Tage. Ledersofa, Alter, was wir hier für ein Kram finden. Was können wir damit machen? Max Ausdauer plus 7. Können wir direkt wieder ins Haus stellen nachher. So, da ist ein Punkt.
Aber wir finden nicht das, was wir brauchen, leider. Aber eine Datendisk, Energiestein und ein altes Teil. Das ist gut. Wir brauchen aber noch eins. So. Guck mal da hinten. Da ist ein Punkt. Ach ja, das ging ja nicht so. Wir sind richtige Bergarbeiter da. Ah, an dem Punkt sollten wir noch kommen. Da wir Level Up haben, verbesserte Spitzhacke, verbrauchen wir jetzt dennoch nur 2. Ein Energiestein war da nur bei. So, da ist ein Punkt. Gucken. Hier sind es nur 11 Meter. Und zum Glück kann man sich zum Eingang teleportieren lassen. Weil hier finden wir ja nie wieder raus. Und wenn einem die Ausdauer ausgeht, können wir uns ja leider auch nicht nach oben buddeln. Alte Thermoskanne Teil 2. Hauptsache alles in Einzelteilen. So. Da ist ein Punkt. 16 Meter, oh Gott, das schaffen wir noch nie. Oder? Weil das schaffen mit der Ausdauer, die wir noch haben. Haben wir noch. Komisches Glasgefäß, Teil 3. Wir haben aber kein anderes Teil bekommen. Oh doch, 3 Stück haben wir. Wann haben wir die gefunden? Cool. Ja, dann können wir jetzt die restliche Ausdauer noch verbrauchen. Da könnten wir in die Richtung gehen. Kommen wir eh nicht mehr hin, aber auch egal. Aber können die ruhig ganz aufbrauchen hier. So, und jetzt können wir mal gucken. Wir haben doch noch dieses Getränk hier. Buff hinzufügen. Ausdauer plus 0,5 pro Sekunde. Das ist aber keine Ausdauer, ne? Das, was wir hier haben, die SP-Anzeige. Naja. So, dann werden wir uns jetzt teleportieren. So. Dann die Mine einmal verlassen. Datendisk haben wir, die können wir dann auch eintauschen. Und werden wir ein paar Sachen jetzt hier erstmal wieder in unsere coole neue Kiste packen. So. Also die Uhr und das Sofa können wir nach drinnen. Das hier müssen wir erst zusammenbauen. Das hier auch. Glasgefäß, Thermoskanne, ja. Pigmente. So. Datendisk. 7 Stück haben wir davon jetzt. Hier haben wir noch ein paar Energiesteine. Das Kronjuwel der alten Welt wird verwendet, um massive Mengen an Energie zu speichern und abzugeben. Mittlerweile sind sie überall auf der Welt vergraben. Dann können wir bestimmt als Energiequelle scheinbar dann für irgendein Gerät später benutzen. So, die Pose der Denker kann auch hier bleiben. Die Teile brauchen wir. Ziegelstein, warte mal. Braucht man auch für irgendwas. So, das Sofa und die Uhr hängen wir jetzt auf. Oh. Ist ja gar nicht groß. Das steht doch im Haus. Wieso können wir sie draußen hinstellen? Beim Platzieren im Haus werden zusätzliche Attribute aktiviert.
Yeah, dann stellen wir es doch rein. Da müssen wir es ja drin hinstellen. So, am besten hier, guck mal, krass unter eine Uhr. So. Und wir haben ja auch noch eine Uhr. Gar nicht seltsam, so viele Uhren in dem Haus. So, 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 so. Da können wir eine hinhängen. Hm. Also theoretisch passt hier noch ein Sofa hin, ne? So, wir hängen die mal hier, dann können wir hier noch ein Sofa hinstellen, wenn wir eins finden. Irgendwie so. Oh ja, haut richtig rein. 3 Uhren, Gesundheit hoch, Ausdauer hoch, hier noch Sofa, noch ein bisschen Ausdauer hoch. Boah, es ist auch richtig gut. So, unsere Ausdauer ist jetzt jedoch aufgebraucht. Aber wir können noch mal rein theoretisch hier einsammeln. Boah, Benzin aufgebraucht, ist nicht wahr. Herrgott, wie viel Benzin verballert das Ding denn? Hält 20 Stunden. Braucht noch 13. Oh, warte mal. 6 stellt er her? 4 stellt er her, 6 haben wir. 10, wir brauchen 15. Dann müssen wir noch ein paar herstellen. So. Also, ja gut, das ist wieder leer, bevor es fertig ist. Dann müssen wir morgen wohl ein bisschen Holz sammeln gehen. Ja, da haben wir nur 77 Stück von. Da gucken wir aber jetzt auch erst nach einer Axt. Ach warte, da brauchen wir diesen Kasten für. Den hier für 200 Gold. Ja, da müssen wir erst ein bisschen Gold machen. Die Teile reichen jetzt natürlich auch nicht, ne? Montagestation, Kupferrohr. Ja, können wir das nicht irgendwie... Kupferrohr, Hartholzdiele. Bestätigen. So. Schleifmaschine. Alte Teile 2. Kupferbarren. Schleifstein 2. 2 Schleifstein. Da, 2 Schleifstein fertigen. 2. So. Platzieren. Oh ja, Kupferbarren nicht ausgewählt. Wo sind die Kupferbarren? In der Holzkiste. Ja. So. Die brauchen wir natürlich. Oh, guck mal. So. So. Ja. Ja, was fehlt denn jetzt? Zurückholen Schleifstein. E-Montagestation. Alte Teile 2. Ah. Ey, wieso zurückholen? Ist doch fertig. Ah. Also. So. Ah, jetzt können wir Kupferrohre herstellen. Dafür brauchen wir einen Energiestein. Oh gut, das war alles aufheben. So. Und zwar brauchen wir
Müssen wir als erstes ja jetzt noch die Schneidemaschine erstellen. Da brauchen wir Kupferklinge 2. Also, und Ziegelstein 5. Kupferklinge. Ah ja, Benzin aufgebraucht. So. Was ist denn jetzt kaputt? So. Und wir brauchen sogar nur 3 Ziegelsteine. Kannst du mal sehen. Kupferklinge 2. Oh, Benzin aufgebraucht. So. Ach ja, das dauert auch wieder Zeit. So, Ziegelstein, wo könnten wir... Ne, warte. Ziegelstein geht da dann, ne? Gut. Der macht jetzt die Kupferklingen. Für die Schneidemaschine. Ziegel können wir nachher erst herstellen. Und dann später... Wenn wir die Schneidemaschine haben, also die Kupferrohre können wir jetzt schon herstellen, weil wir die Schleifmaschine haben. Und die Schneidemaschine brauchen wir für das Mittelstück. Mal gucken, mal, brauchen wir noch, dann stellen wir direkt mehr Ziegel her, müssen wir mal gucken. 12 brauchen wir dafür, 5 dafür, wir haben aber 3, oder? Haben wir 3? 2? Wie haben wir? 2 haben wir. Also müssen wir 15 Ziegelsteine herstellen. Wenn das hier fertig ist. Gut. Da die Ausdauer aufgebraucht ist, müssen wir schlafen gehen. Dann haben wir ja heute cool was geschafft. Neue Geräte haben wir. Ein bisschen neues Deko für die Ausdauer und alles. Ich werde mich jetzt hier hinlegen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, in der wir nochmal in die Ruine müssen, wahrscheinlich. Und die anderen Sachen alle herstellen können. Wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren, liken. Könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen, ob es bei euch genauso gut geklappt hat mit dem Spiel. Oder schneller ging vielleicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!